für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitswelt verändert sich und die Wünsche der Beschäftigten aber auch. Arbeit wird flexibler, die Arbeitsintensität steigt. Es wurden jetzt schon viele Zahlen genannt. Gleichzeitig wünschen sich die Beschäftigten mehr Zeit für sich, für ihre Familie, ohne ständig zu hetzen. Die Beschäftigten brauchen mehr Zeitsouveränität, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ja, so in etwa in dieser Art habe ich im April meine Rede begonnen zu unserem grünen Antrag mehr Zeitsouveränität, damit Arbeit besser ins Leben passt. Es freut mich, dass die Fraktion Die Linke diesen Antrag aufmerksam gelesen hat und nun einen eigenen Antrag auf den Weg bringt. Das ist gut, und ich würde mir das auch für den Regierungsfraktionen wünschen, denn wir müssen die Entwicklung in der Arbeitswelt auch und auch die Wünsche der Beschäftigten an die Arbeitswelt ernst nehmen und politische Antworten darauf finden. Ein paar Aspekte auch zum Antrag der Linken. Enorm wichtig gerade für Frauen ist natürlich das Rückkehrrecht auf Vollzeit, um befristete Teilzeitphasen zu ermöglichen. Da sind wir uns einig. Und eigentlich steht es ja auch im Koalitionsvertrag. Da müssen Sie, die Regierungsfraktionen, auch endlich liefern. Uns ist das aber zu wenig. Viele Beschäftigten wollen und können auch nicht vorübergehend ihre Arbeitszeit reduzieren. Aber auch Sie brauchen Zeitsouveränität, und zwar in Ihrem ganz alltäglichen Arbeitsalltag, für die Kinder, für die alten Eltern. Und vielleicht wollen Sie einfach auch mal nur einen Tag im Homeoffice arbeiten. Und deshalb fordern wir auch Betriebsvereinbarungen zu Vereinbarkeitsfragen für mehr Zeitsouveränität, wie die Linke auch. Das reicht aber, auch das reicht uns aber nicht aus. Wir wollen auch, dass die Beschäftigten ohne Betriebsrat gestärkt werden. Auch sie sollen mehr Einfluss nehmen können, wann sie arbeiten und wo sie arbeiten. Flexibilität ist keine Einbahnstraße. Deshalb wollen wir die Arbeitszeit für die Menschen beweglicher gestalten. Und geht es um die Arbeitszeit, dann müssen wir natürlich auch die ganz schwierigen Arbeitsformen in den Blick nehmen. Und da ist mir die Arbeit auf Abruf ein ganz besonderes Anliegen. Bei den Linken wird Arbeit auf Abruf zwar im Feststellungsteil erwähnt, aber im Forderungsteil kommt es nicht. Also hat mich ein bisschen irritiert, zumal da so der Punkt ganz fehlt. Wir Grünen haben in unserem Antrag ganz konkrete Forderungen. Auch Beschäftigte, die auf Abruf arbeiten, brauchen Zeitsouveränität. Ihre Arbeitszeit muss deshalb berechenbarer werden. Der Wunsch der Beschäftigten nach mehr Zeit wächst natürlich auch, weil das Arbeitsleben insgesamt Tempo macht. Notwendig sind Lösungen gegen den steigenden Stress am Arbeitsplatz. Hier sind wir uns einig. Und spannend in diesem Zusammenhang sind auch die Auswirkungen der Digitalisierung. Und hier wird es sehr ambivalent. In der digitalen Arbeitswelt erhalten die Menschen natürlich Freiheit, denn sie können arbeiten, wann und wo sie wollen. Aber so entsteht natürlich auch mehr Arbeit und häufig unbezahlt. Und so schwimmen auch noch mehr die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit. Wir fordern deshalb ein Mitbestimmungsrecht über die Menge der Arbeit, aber nur bei der Vertrauensarbeitszeit. Sie, die Linken, haben das jetzt übernommen, aber fordern das ganz pauschal. Ich bin gespannt, warum die bisherige Mitbestimmung da nicht mehr ausreicht. Ich glaube, wir werden das im Ausschuss diskutieren müssen. Zudem fordern Sie das Recht auf Nichterreichbarkeit und verbindliche Ausgleichsregelung bei Mehrarbeit. Sie schreiben aber nicht, wie das gehen soll. Wir setzen da vor allem auf betriebliche Lösungen. Im Ziel sind wir uns aber wohl einig. Wir wollen zwar Flexibilität ermöglichen, aber nicht grenzenlose Arbeit, denn Zeitsouveränität soll natürlich auch zu mehr Lebensqualität führen. Ich komme zum Schluss. Und zu der Forderung, die Wochenhöchstarbeitszeit auf 40 Stunden zu senken, das lehnen wir ab. Mehr Zeit, Souveränität und Flexibilität für die Beschäftigten
funktioniert nicht in einem ganz engen und starren Rahmen. Die Beschäftigten brauchen die Freiheit, in dieser Woche mal mehr zu arbeiten, um in der nächsten Woche eben mehr frei zu haben. Natürlich brauchen die Beschäftigten den Schutz von einer verlässlichen Rahmengesetzgebung. Aber wir wollen die Menschen dennoch nicht einschränken, sondern ihnen eben individuelle Lösungen bei der Arbeitszeit ermöglichen. Denn Arbeitszeit muss in das eigene Leben passen und nicht umgekehrt. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Michael Gerdes. Für